Sie kochen und backen, zupfen sich die Augenbrauen, bemalen das dazugehörige Lid mit dem letzten Farbschrei, geben porentiefe Empfehlungen gegen Pickel und reden vor allem über die gewonnenen Erfahrungen bei all ihren Tests. Die meisten Nagelfallen haben meistens so eine Einkerbung, da kann man das perfekt nach hinten schieben, nachdem sie eingeweicht sind. Diese sogenannten Gurus sind Produkttester und Ratgeber, die in Eigenregie ihr Antlitz für das Videoportal YouTube ablichten und damit eine große Fangemeinde begeistern können. Hallo, ich habe heute... Xkarenina ist ein solcher Guru. Die weibliche YouTube-Gemeinde lässt sich von der Expertin in Sachen Beauty-Produkte gerne beraten. Die Amerikaner haben es vorgemacht mit den Make-up-Tutorials. Und dann habe ich gesehen, dass es für Deutschland überhaupt niemanden gibt, der sowas macht. Und da ich es sehr spannend fand, dass man Produkte testet und anderen Leuten davon erzählt, wie man sie findet, falls man es nicht mag, damit andere das dann nicht kaufen. Oder falls man es mag, damit andere das dann auch kaufen und auch toll finden, dachte ich mir, okay, versuchst du's mal. Und der Versuch brachte einen ansehnlichen Erfolg. 19.000 YouTube-Nutzer haben die Ratgeber-Videos der 20-jährigen Medizinstudentin abonniert und die Eigenproduktionen bringen es auf bis zu 250.000 Klicks. Dank der von YouTube geschalteten Werbung lässt sich mit den Produkttests auch noch Geld verdienen. Also ich probiere viele Kosmetikprodukte aus, von Foundations, Mascaras, Pudern über Schminkpinsel, mit denen man das auftragen kann, Nagellack, aber auch so Schmuck oder Bücher und Essen, also alles. Zum thematischen Rundumschlag holt auch der All-in-One-Guru Sami Slimani aus. Unter dem Pseudonym Herr Tutorial beglückt der 19-Jährige aus dem Raum Stuttgart die Netzgemeinde mit seinen Tipps und Tricks. Ja, dann würde ich mal sagen, dass ich Videos einfach für die Allgemeinheit mache. Also ich beschränke nicht meine Videos jetzt nur Themen zu machen, die vielleicht die männlichen User aus YouTube interessieren, sondern auch weibliche Userinnen interessieren können. Und ich denke, gerade weil ich Videos für die Allgemeinheit mache, habe ich so viel Erfolg. Die Authentizität von Herr Tutorial garantiert den Erfolg, denn der Abiturient ist unabhängiger Laie, der mit seiner Freude am Testen die Zuschauer begeistert. In nur 8 Monaten sammelte der Guru die riesige Zahl von 47.000 Abonnenten. Der Ansturm auf seine Videos ist auch damit zu begründen, dass Sami Slimani das Web 2.0 lebt und sich von den Nutzern für Themen inspirieren lässt. Ganz genau so kann man es sagen. Also ich nutze jegliche Plattformen, sei es Facebook, Twitter, MySpace, um einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen und einfach überall meine Zuschauerbasis zu haben. Kein Portal bietet für Laien so viele Erfolgschancen wie YouTube. 300 Millionen Nutzer generieren weltweit 1 Milliarde Klicks pro Tag. In Deutschland nutzen 14 Millionen Videofans das Portal und wer genügend Abonnenten für sich begeistert, kann von den Werbeeinnahmen auch ein recht stattliches Gehalt erwarten.